Hallo und herzlich willkommen zu Folge 59 von Let's Play Sims 4 Werwölfe. In der letzten Folge haben wir Nox Eltern besucht und Nox Mama hat sich leider in Brand gesetzt, aber wir konnten sie zum Glück löschen. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und Laura macht gerade diese komische Geste, weil wir im Schnee sind. Und warum auch immer lernt sie dabei aufsprudeln. Das ist logisch. Ja, aber jetzt haben wir erst Mittag, das heißt, wir haben hier diesen ganzen Tag noch vor uns. Ich war übrigens spazieren und es war traumhaft. Es war richtig so frisches Grün und frisch aufgeblühte Bäume. Und ich habe mich gefühlt wie in einem Astrid Lindgren-Roman und es war irgendwie voll süß. So, Linur, möchtest du vielleicht hier direkt im Anschluss mal nach Aufträgen suchen nochmal? Also wahrscheinlich machen wir dann wieder einen Teppich. Genau, Laura kann mal zur Toilette gehen. Und du kannst mal was essen. Und dann sind wir ja eigentlich alle schon erstmal versorgt mit Sachen, die wir zu tun haben. Laura könnte dann auch nochmal einen Gelegenheitsjob machen eigentlich. Ja. Es war ganz cool. Ich bin auf meinem Spaziergang an so einem, ja, es ist quasi ein Bauernhof. Die haben halt vor allem so Obstwiesen und so vorbeigekommen. Und früher hatten die ein Esel und ein Pferd, Lisa und Max. Aber das Pferd war schon sehr alt und ist jetzt gestorben. Und jetzt haben die aber einen neuen Esel, damit halt Lisa nicht so alleine ist. Und ich habe den neuen Esel gesehen. Der heißt Feli. Und der ist so süß. Ich liebe Esel. Und das hat mich irgendwie voll glücklich gemacht, diesen Esel da zu sehen, wie der da ja, so am Rumtapsen war im Gras und am Essen und was Esel halt alles so machen. Ja. Das ist eine Lampe. Aber da muss man auch mehrere von herstellen, ne? Nee, das ist hier leuchtendes Trio. Eine Lampe könnten wir ja machen. Hey, ich bin gerade in eine neue Wohnung gezogen und du glaubst es nicht, es gibt keine Deckenlampen. Das ist ärgerlich. Okay, ich hätte das eigentlich bemerken müssen, bevor ich den Mietvertrag unterschrieben habe. Aber egal, würdest du mir ein paar Stehlampen? Das ist das Problem, dass wenn man mehrere Objekte herstellen muss, das irgendwie nicht so richtig funktioniert bei mir. Halt, wenn wir hier das Bett herstellen können und hier den Sessel, dann können wir auch halt richtig teure Sachen schicken, aber das können wir irgendwie im Moment nicht. Dann machen wir nochmal einen Teppich. Warum nicht? Und dann können wir hier gerade nochmal chatten. Genau. Nein, aber der Esel war so süß. Er war so süß. Halt, der Esel, der vorher schon da war. Warum können wir das nicht machen? Achso. Ist halt eher so ein bisschen, weil man könnte sagen, introvertierter irgendwie. Also ich glaube nicht, dass sie scheu ist, weil sie Angst hat, aber sie braucht einfach nicht so viel Kontakt. Sie hatte auch mal eine Zeit lang so zum Ausprobieren, ob das funktioniert, 3 Schafe bei sich auf der Koppel. Also als irgendwie noch nicht klar war, ob halt das funktioniert, ob sie irgendwie halt einen Esel braucht nochmal oder ein Pferd als Gesellschaft oder ob das mit den Schafen auch geht. Und dann standen die Schafe immer auf einer Ecke von der Koppel und Lisa immer auf der genau entgegengesetzten und hat die voll misstrauisch beäugt. Aber jetzt mit Feli scheint das besser zu gehen. Ich mag die Leute voll, wo ich da vorbeigegangen bin. Da sind aber auch komische Leute, an denen man vorbeikommt. Irgendwie ein Mensch hatte so einen Steingarten als Vorgarten und hatte da vorher so Pflanzen in Töpfen stehen und jetzt aber nicht mehr. Und eine dieser Pflanzen war ein riesiger Olivenbaum, also im Topf so groß wie ich. Und den hat der Mensch einfach ausgerissen und dann ins Gebüsch geworfen. Was irgendwie auf der einen Seite ist das irgendwie, glaube ich, illegal, weil man, ich glaube, irgendwie unsachgemäße Entsorgung von Grünschnitt wäre das oder so, keine Ahnung. Aber auch wer wirft denn einen gesunden ganzen Baum weg? Und jedenfalls meine Mama hat den dann mit nach Hause gebracht, weil sie das nicht mit ansehen konnte. Also hat irgendwie diesen ganzen Baum, der so groß ist wie ich, im Topf hinter sich hergeschleift nach Hause. Was wohl schwierig war, weil unser Hund so Angst davor hatte. Und sie den auch dabei hat. Und jetzt steht er bei uns auf der Terrasse in so einem badezuber großen Topf. Und dem geht's gut. Also irgendwie am Baum selber ist nichts dran. So, was können wir denn hier mal machen? Charisma Level 3 haben wir. Ich muss hier gerade irgendwie, das konnte ich erst irgendwie nicht so gut erkennen. Warte, wie viel kriegen wir denn hier? 42 die Stunde. Geschicklichkeit Level 5 haben wir, glaube ich, nicht, oder? Nee, Fitness Level 3 ist aber was anderes. Dann machen wir mal hier dieses Swingman-Gedöns. Okay. Und du bist ja noch am Chatten. Okay.
Ach, das ist das Feuer, was ich hier höre. Ach so. Wir könnten nachher auch noch mal ein bisschen aufsprudeln mit Lino und wir könnten vor allem auch noch ein paar Möbel für uns anfertigen, die halt dann nur für uns sind und nicht für ja, die anderen Leute. Oh, und ich habe schon wieder vergessen, sorry, die Headline-Effekte auszumachen. Man könnte denken, ich würde irgendwann dazulernen und das mal vorher machen. Aber ich vergesse es jedes Mal. Auch wenn ich jedes Mal das Spiel öffne und denke, diesmal denke ich dran. Hehe. Nix da. So, du bist auf dem Weg. Okay. Wie hoch ist denn dein Level im Herstellen eigentlich? Weil wir wollen ja eigentlich demnächst mal Level... Level 5 an halb quasi, okay. Vielleicht müssen wir auch mehr schwierige Sachen herstellen, dass wir halt dadurch dann auch schneller das Level bekommen. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so funktioniert. Schick dir mal. Wir haben auch schon mit dem gechattet, oder? Ja. Okay, dann können wir ja mal gucken, ob wir irgendwas Größeres herstellen können. Vielleicht können wir das Objekt ja je nachdem auch behalten oder wir verkaufen es einfach so. Zum Beispiel hier noch eine Lampe. Ich finde, wir sollten noch mehr Farben kaufen. Weil dann könnten wir zum Beispiel eine gelbe Lampe herstellen. Oh, Farben sind teuer. Salbeigrün ist auch schön. Okay, und wir haben sehr viel Geld jetzt ausgegeben für Farben. Naja, dafür können wir jetzt sehr viel anfertigen. Und brauchen erstmal keine... Ein Musikliebhaber? Veränderung annehmen? Welches Merkmal können wir denn... Ist das jetzt ein Zusatzmerkmal? Haben wir jetzt ein Merkmal mehr? Also bei Persönlichkeitsveränderung klingt ja eher was nach, man ist etwas, was man vorher nicht war. Nein, ist das immer. Er hat jetzt 4 Merkmale. Oh, das ist aber cool. Oh, das mag ich. Das wusste ich gar nicht, dass das geht in den. Also ich wusste, irgendwas ist jetzt anders an den Merkmalen, aber ich habe das gar nicht so komplett registriert, wie das Selbstfindung durchlebt. Oh. Möchtest du vielleicht auch Musik machen oder möchtest du einfach mehr Musik hören? Hörst du gerade Musik? Nein, einfach nur so. Es ist so, vielleicht hat er hier in der Stille gesessen und gedacht, irgendwie, ich wünschte, es liefe Musik, wisst ihr? Wer weiß, ja, eigentlich wollte ich hier eine Lampe anfertigen. Richtig. Okay. So. Ich dachte, wir könnten mal die gelbe. Wir haben hier keine Salbe. Doch, wir haben auch eine Salbe. Die ist auch schön. Ich meine, wir können ja mehrere Lampen haben. Wir könnten hier in beiden Schlafzimmern eine Lampe pro Seite haben. Dann könnten wir hier eine Salbeigrüne haben und da eine gelbe oder umgekehrt. Müssen wir mal gucken, wie das am besten aussieht. Ja. Irgendwie, Nox wechselt nie in seine Indoor-Kleidung. Oder ist das, hat er seine Outdoor-Kleidung gerade an? Es wirkt irgendwie so, weil er Handschuhe anhat. Warte, ich gucke das gerade mal. Jedenfalls, ich habe immer den Eindruck, es müsste hier drin zu kalt sein. Nein, es ist seine Outdoor-Kleidung. Hm. Okay. Strickprojekt abgeschlossen. Oh, und er hat seinen Moment. Fühlst du dich jetzt gut? Okay, dann kannst du mal hier dein Strickprojekt auch auf Plopsy anbieten. Okay. Und Blossom kommt wieder zu uns. Irgendwie ist sie viel bei uns. Möchtest du danach noch einen Schneemann bauen? Weil ich habe ja vor, hier jede Menge Schneemänner zu bauen. So, Lino, bist du fertig? Ja. Hast du das jetzt im Inventar oder ist das im Familieninventar? Ich glaube, es ist im Familieninventar. Okay. Dann packen wir die doch mal hier hin. Nein, warte, wo ist sie denn? Ist sie doch in deinem Inventar? Nein. Oder hat das nicht geklappt?
Ah, es hat nicht geklappt. Der ist hier in dieses Dings reingefallen. Ich verstehe. Dann versuch das mal noch. Nochmal. Das heißt aber vielleicht, dass das hier besser funktioniert, weil er mehr üben muss. Oder, wenn es nicht direkt funktioniert. Ich meine, vorher hat das ja eher einfach abgebrochen, weil er halt launisch war im Prinzip. Aber ja. In der Pädagogik nennt man das deliberate practice, wenn man etwas übt, was halt so ist, dass man es gerade noch nicht so gut kann. Also man kann zum Beispiel angenommen, man spielt irgendein Instrument, könnte man ja etwas so spielen, dass man halt etwas spielt, was einfach ist für einen. Man kann aber auch so spielen, dass man genau die Stellen im Stück immer wieder spielt, die super schwierig sind, die man noch nicht richtig kann. Und letztendlich diese Art von Übung, wo man halt absichtlich immer und immer wieder die Sachen wiederholt, die am schwierigsten sind, führt halt zum größten Lernen sozusagen, wenn man so will. Okay. Oh, warte. Ich muss hier dem Haus mal ein Dach geben. Kannst du den nicht fortsetzen? Oh, hi. Okay. So, Lino, wie läuft's denn diesmal? Jetzt bist du sehr wütend wegen Kontrollverlust. Ist das noch das, was du eben hattest? Noch 4 Stunden? Habe ich das letztes Mal nicht ausgemacht? Oder hätte ich was anderes machen müssen? Das haben wir nicht mehr. Es kam ja nicht mit einem Pack, oder? Ich weiß nicht, ob das halt seine vorherige Wut ist oder irgendwie was damit ist. Du kannst mal was essen, wenn du magst. Vielleicht wird es dann besser, wisst ihr, wer weiß. Jetzt mal Reste nehmen. Oh, wir haben jetzt Blossom verpasst, weil wir draußen waren. Ups. Ach so, und hier die Blumenampel wollte ich noch auf, oder Pflanzenampel oder wie auch immer das genannt wird, wollte ich hier noch aufhängen. Oh, wie hübsch. Jetzt hätte ich gerne so mehrere hier. Es sieht direkt so viel gemütlicher aus, wenn wir hier so einen Farbtupfer haben und eine Pflanze. Ich fände es nur logisch, wenn wir die auch hätten für Hängepflanzen, weil wir haben ja hier immer Sukkulenten drin, was zwar sehr, ja, Instagram intakt ist sozusagen. Also das sieht man da ganz viel, finde ich. Aber es gibt ja noch andere Pflanzen. Ich meine, was daran praktisch ist, sie hängen oben in der Luft und man muss die nicht ganz so viel gießen. Das ist vielleicht ein Vorteil. Aber wir haben Geld verdient, das ist schön. Kannst du nicht essen gehen? Sag mal, Lino, irgendwie so in letzter Zeit ist irgendwie bei dir manche Sachen irgendwie, wo ich mich frage, halt irgendwie, bist du okay? Ist alles in Ordnung? Kannst du was essen? Er geht jetzt was essen, okay. Laura ist zurück. Laura, möchtest du mal. Muss hier im Garten irgendwas gepflegt werden? Muss man hier irgendwas machen? Oh, hier, das kann man weiterentwickeln. Oder irgendwas kann man weiterentwickeln. Ist es so dunkel hier überall? Irgendwas glitzert hier doch. Ah, hier das. Okay, ich glaube, aber sonst braucht nichts Pflege. Du hast aber auch Hunger. Haben wir noch Fleisch? Ah, ich glaube, eine Portion Fleisch ist gerade Linur. Ich glaube, wir haben vielleicht noch eine. Nein, wir haben gar keine mehr. Okay, dann musst du erst jagen gehen. Sorry, Liebes. Kannst du mal jagen gehen? Nahrung jagen. Okay. Und bist du fertig mit deinem Schneemann? Ja. Oh mein Gott. Nox baut immer creepy Monokel-Schneemänner. Den hat er gebaut und den hat er auch gebaut. Okay.
Was könntest du denn noch machen mit dem jungen Tag? Hehe, beziehungsweise es ist Abend. Du könntest hier das mal wie mal verwenden. Hast du jetzt gegessen? Du hast gegessen. Du hast deiner Schwester das letzte bisschen rohes Fleisch weggegessen, obwohl das das Einzige ist, was sie isst. Du könntest ja auch noch einen Schneemann hinbauen. Seht ihr, ich habe nicht gelogen, als ich gesagt habe, ich hätte gerne jede Menge Schneemänner hier vor, nur weil das Greg ärgert. Ich bin ja immer auch noch dafür, dass wir einen Schneemann. Das könnten wir morgen mal machen, dass wir einen Schneemann direkt vor Gregs Hütte bauen. Okay. Machst du das jetzt auch wieder nicht? Zumindest ist er jetzt wieder eher verspielt. Es macht ihm Spaß. Vielleicht kann Laura noch einen bauen nachher, wenn sie gegessen hat. Möchtest du dann mal hier rohes Fleisch herunter? Ach, du bist schon am Essen. Du bist schon am Essen. Ja gut, dann ist das erstmal. Dann stelle ich das hier mal weg für dich in den Kühlschrank. Und dann kannst du mal hier. Können wir hier nicht noch einen hinbauen? Doch. Mach das mal. Und Blossom kommt häufig, ne? Können wir sie auch noch mal hereinbitten? Irgendwie Linur ist wirklich launisch. Ist wirklich, wirklich launisch. Dabei bist du gerade Dennis, sogar verspielt whoa! von deiner Art her. Norgli! Was ist denn los mit dir, Schatzilein? Willst du vielleicht mal in dein Outdoor? Nein, du bist in deinem Outdoor-Outfit. Ich habe gerade den Instinkt, wir müssen einen Teekocher kaufen, um dir mal irgendwie Tee trinken zu lassen. Er steht hier vor der Tür. Stehen random Leute bei uns vor der Tür. Jetzt bist du wieder glücklich, kannst du jetzt den Schneemann fertig bauen. Ja. Und jetzt ist er wieder wütend. Aber es dauert nicht mehr lange. Mit ein bisschen Glück wird er nicht nochmal wütend. Vielleicht habe ich das ausgestellt und das war nur die Wut von vorher, die wieder durchgekommen ist bei ihm. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Nox, möchtest du dann vielleicht noch mal eine Sache stricken? Briefkastenhülle kannst du von mir aus Lavendelfarben. Oh, das wäre süß hier zu haben. Das wäre süß. Ist hier eigentlich irgendwas im Briefkasten gerade? Nein. Okay. Oh, und jetzt ist er wütend und kann gar nichts mehr, aber hoffentlich ist er nicht mehr lange wütend. Guck mal hier, Laura hat einfach einen Schneemann gebaut, so mehr oder weniger von Anfang bis Ende, oder? Ja! Es ist noch so ein Schneemann, den Craig. Das ist der gleiche wie hier, der. Kannst du den noch weiterbauen? Ja. Dann lass Lino. Lino, magst du jetzt. Ich weiß, ich trieze dich gerade so ein bisschen, weil du irgendwie nichts machen willst und ich irgendwie sage, doch, Lino, jetzt mach mal so. Aber es ist halt, wenn ich da jedes Mal das Gameplay anhalten würde für dich. Wenn du irgendwas nicht machen möchtest, würden wir halt so nichts machen von den Sachen, die du dir wünschst. Und das ist halt so ein bisschen halt nicht hilfreich für dich. So, du bist hier am Stricken, du bist ein Schnee. Guck mal, dann sind wir doch alle gerade produktiv. Wir könnten gleich auch nochmal trübsinnig heulen. Dann wären wir vielleicht nicht so. Das können wir gerade gar nicht. Ja, dann werden wir nachher wütend mit ihr. Das ist so ein cooler Schneemann. Ganz ehrlich, irgendwie hat Lino den spaßigen Teil verpasst damit, weil ich würde doch mal behaupten. Guckt euch das hier mal an. ich würde doch mal behaupten, den zu gestalten macht mehr Spaß als den Schnee zu rollen, oder? Ich weiß es nicht. Gut, jedenfalls, ich beende die Folge jetzt mal hier. Wir schauen mal, ich bringe die mal ins Bett, was wir morgen machen können. Wie gesagt, vielleicht können wir vor Gregs Haus auch noch einen Schneemann bauen. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Und genau. Gut, dann beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!